Willkommen, meine lieben Freunde, zum einem ganz neuen Let's Play-Projekt von mir. Ihr könnt schon sehen, was ich heute spiele. Und zwar, ich starte heute für euch Call of Duty WW2 oder auch World War 2. Ja, wir starten heute mit World War 2, denn am kommenden nächsten Monat kommt nämlich das neue Call of Duty-Spiel. Und ich bin schon ein bisschen wirklich richtig wieder gehypt darauf. Ich habe wieder so richtig Call of Duty Feeling und passend zum neuen Spielen habe ich vorgeschlagen, ich werde World War 2 spielen, weil der nächste neue Teil spielt ja sowieso wieder im Zweiten Weltkrieg. Und ich würde sagen, wir starten heute gemeinsam mit der Kampagne und wir legen jetzt auch direkt mal los. Apropos, bevor ich loslege, eins noch zu sagen, wir spielen das gesamte Spiel in der deutschen Version. Das heißt, es gibt nur eine Sache, was zensiert wird, und zwar die Hakenkreuze werden quasi zensiert. Aber sonst ist wirklich hier alles drin, mit Nazis, mit Deutsche, quasi mit Hitler und so alles. Das ist hier alles drin. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt wirklich vorschlagen, wir legen jetzt los. Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long, hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Saß man dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Oh, nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen.
Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst bar, verdammt! Aiello hatte Kraft für zwei Männer. Man sagt, man gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie Sex. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sersman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey, ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil dadurch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Okay, ziehen wir in den Krieg! Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Daniel, hast du Feuer? Klar doch. Deckung! Das scheint zu viel, verdammt! Öffnen!
Ach du Scheiße, ist das Hammer, geiler Anfang. Oh Gott, und viele meiner Kameraden fallen jetzt schon. Ach du Scheiße. Nehmen Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer. Wir müssen einen Weg zu den Burkhardt freiräumen. Daniel, hierfür wurden Sie ausgebildet. Nehmen Sie die Bangalore. Sie schaffen das! Ja, Sir! Oh Gott! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich meine, komm schon, Leute, es sieht schon hammergeil aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann Bewegung! Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, Sir! Oh! Verdammte Nazis! Okay, okay. Und weiter geht's, komm! Oh! Mal schön abwarten. Aber das erinnert auch wirklich sehr, sehr stark an den Film Der Soldat James Ryan. Ich meine, die hatten genau denselben Anfang. Und den Film muss man halt gesehen haben, wenn man an solche Spiele oder Filme denkt. Oh, oh, oh. Oh Gott, fast geschafft. Ich weiß nicht, können wir die überhaupt treffen? Okay, weiter, 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 bevor die weiterschießen. Oh. Daniel, nutze die Bangalore, ich gebe Deckung. Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken. Fast geschafft! Okay, okay, komm, 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 komm! Sprengung! Los, 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 los! Los, 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 Bewegung, Bewegung, Bewegung! So, und rein mit uns! Oh, verdammter Nazi! Und noch so ein Nazi! Du hast meinen Kameraden getötet. Das verdienst du. Oh, scheiß Nazi. Ich hasse Nazis. Und hier können wir schön Nazis abballern. So, ich würde eher ein Gewehr mitnehmen schon mal. Ah, danke, Kumpel. So, Medipack. Haben wir schon mal. Aber ich muss mich jetzt nicht heilen. Sussman, keine Sorge, ich rette dich. Okay, es geht los. Okay, noch mehr von denen. Ah. So, wisst ihr was? Hier, friss das. Aber ohne Witz, mit dieser Grafik sieht das Spiel einfach hammergeil aus. Man hat sogar... Ich finde selbst, die Atmosphäre ist super, super toll gemacht. Warte, Sussman! Gott ist nicht sicher! Oh. Und tot ist der Schwein. Oh, wow, wow. Ach du Scheiße. So, beruhigen, beruhigen. Oh Gott. So, okay, heilen wir. Heilen wir erstmal. So, Rauchgranate. So, da war aber noch einer. Na, wo versteckst du dich, Kumpel? Ah, da bist du. Hey, ich sagte, da bist du. So, Moment mal. Hier, die Knarre. Hätte ich gerne mal. Okay, ist hier sauber? Sieht alles sauber aus. Okay, Bunker sichern. Oh, 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 wow. So, friss das, du Schwein. Die sagen sogar eine amerikanische Granate. So, Sussman, ich brauche Medipack.
Könnte ich immer gut gebrauchen. Erwischt. Oh Gott, das Ziel muss ich irgendwie noch ein bisschen hier besser beherrschen. Wow, ey, danke, komm. Wow. So, heilen. Oh, du verdammter Schweine. Oh. Der hat sich einfach versteckt. Und ich habe den nicht kommen sehen. So, ich glaube, ich konnte das doch mitnehmen. Nee, nein, das, ich meine Daniels. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Gewehr mitnehmen. Das konnte man doch. Ja, genau. So. Wo seid ihr, ihr Kleinen? Oh, hier ist noch ein Medipack. Okay, wo geht's hin? Geht's hier lang? Es ist irgendwie jetzt ein bisschen zu ruhig. Und das gefällt mir nicht. Halt, ach nee, wie... Boah, ich laufe ja schon zurück. Nee, hier geht's lang. Ich wollte schon sagen, der Weg kommt mir so bekannt vor. Alles okay? Okay, wir haben einen Kameraden gerettet. Allein das zählt schon. Ja, Sir! Werf eine Rauchgranate! Geschütz ist blind! Vorrücken! Kamerad! Na los, Bewegung! So, komm, noch eine! Wow, 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 wow! Oder versteckt sich einer? Oh, komm, ey, komm, komm. Sussman, ich brauche ein Medipack. Hier drüben. Wie hast du mich genannt, Kumpel? Nein, Kumpel! Das war knapp. Okay, sieht soweit so gut aus. Ah, das, da ist noch einer. Okay, zweiter Bunker gesichert. Noch eine Angriffswelle überleben wir nicht. So, aufpassen, da sind noch welche. Hab's gewusst. So. Das waren alle? Okay. Oh, wow, Flammenwerfer.
bereit! Oh, wie geil, ich kann den Flammenwerfer nehmen. Wie geil ist das denn? So. Einfach geil. Brennt, ihr Nazi-Schweine, brennt. So will ich euch sehen. Ich weiß, ich klinge fies, aber es ist die Wahrheit. Ah! Brauchen einen Verbandkasten. So, aber habe ich... Ich habe tatsächlich keine Munition mehr. Ach du Scheiße. Okay, hier ist Munitionskiste. Aber mein Flammenwerfer ist... Nope. Okay, nur 5 Munition. Dann würde ich hier lieber das hier nehmen. Okay. Jetzt geht es wieder nach unten. So kommt mir das. Oh. Sass, mein Gitte ist die gut, Kumpel. Okay, hier ist safe. Hier ist auch safe. So, ich glaube, das ist jetzt der letzte Bunker hier. Was steht hier? Unser Glaube ist Deutschland. Ach du Scheiße. Geht's dir, Kumpel? Shit, ich komm zu spät. Das werden die bereuen. Das werden die sowas von bereuen. Werfe Granate! Da versteckt sich einer. Nee, ich wollte schon sagen, ich dachte, es wäre hier ein Flammenwerfer, aber nope, da war keiner. Es war nur die Rauchgranate. Okay, Bunker gesichert. Achso, das war der vorletzte erst. Versuchen Sie, sich nicht umbringen zu lassen. Ja, Sir. Das werden wir tun. Okay, Sussman. Ich könnte jetzt deine Hilfe gebrauchen. Gehen wir. Okay, Sussman. Noch einer. Wir haben es geschafft. Wer ist erledigt? Südwesten vor. Papi. Ins Schwarze. Panzerke. Sie kommen von Westen. So, ich zieh durch. So, ne, ich bin voll. Ich brauch kein Medik. Wow. Oh. Na warte, ey, verzieh dich, Kumpel. Na komm. Oh. Oh, scheiße, Sussman. Nein, bitte nicht. Na warte, das kriegst du zurück, du verdammter Nazi-Schwein. Halt! Deine! Okay, schlechtes Timing. Ich wollte sagen, halt deine Schnauze, aber... Und der ist tot. Komm her, Kumpel. Kann nicht laufen. Oh, scheiße. Schaff mich weg von hier. Wir bringen dich hier raus. Halte durch. Okay. Halte durch, Sussman. Ich bring dich hier raus. Wir müssen zum Verwundeten-Nest. Okay, Beeilung, Daniels. Linke Seite.
Jetzt machen wir wirklich die richtige Matrix-Slow-Motion. Okay, rüber! Schnell! Sussman, komm her! Komm her, Kumpel! Aber zielen könnt ihr wirklich hier nicht. Ich weiß, aber komm! Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, Sussman. Halte noch ein paar Sekunden durch. Halte durch! Mach bloß jetzt nicht schlapp, Sussman. Mach niemals die Augen zu. Hörst du mich? Niemals die Augen zu. Oh, danke, Kumpel. Danke, du hast mein Leben gerettet. Komm, jetzt rette ich deins. Ich will nicht, dass du hier stirbst. Wir müssen weiter. Ich hab dich. Scheiße. Wow, weg damit. Weg mit der deutschen Granate. Hier kommen wir runter. Ich hab dich. Nicht aufgeben. Komm, komm, komm. Kommen Sie rauf, los, los. Ja, ich könnte Hilfe gebrauchen. Scheiße, oh Gott. Oh, danke, Kumpel. Ich danke dir. Oh Gott, wir haben es geschafft. Okay, bleib bei mir. Sanitäter! Ich brauche Morphium. Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Ich, kann ich dein Mädchen nochmal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPS-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Sie haben ihn gehört. Okay, Leute, aber wie das weiter Ganze geht, das erfahren wir erst leider in der nächsten Folge. Die erste Folge ist jetzt auch hier vorbei, meine lieben Freunde. Ich hoffe wirklich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ruhig einen wirklich großen Like da oder schreibt doch ruhig einen netten Kommentar. Das würde mich wirklich tierisch freuen. Natürlich würde mich das auch wirklich interessieren, ob ihr dieses Spiel selber kennt oder ob ihr das Spiel schon mal selber gespielt habt. Schreibt ruhig unten in die Kommentare. Und ja, ich spiele das auf der PS4, falls ihr es seht. Und das war's jetzt auch. Leute, ich bedanke mich an euch. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns ganz erst in der nächsten Folge hier bei Call of Duty World War II. Mach's gut. Tschüss.